Oder besser gesagt, sonst werden die anderen Runen sinnlos. Aber ich merke jetzt schon, dass der Feuerpfeil ordentlich Bums hat. Das ist klasse. So muss es auch sein. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Gut. Ja, wir brauchen unbedingt das warme Schlafsfell oder Schafsfell oder wie auch immer das heißt. Schlafsack? Schafsfell, weiß gar nicht mehr. Wie das heißt. Weil damit können wir nämlich unser Mana regenerieren, wenn wir schlafen. Ich will eigentlich nur den Keiler. Der Gobbo geht auch. Ich will den Gobbo. Oh ja. Der wäre platt. Da ist nichts zu holen. Nicht schlecht. Okay, dann schnell weg hier. Das ist unsere Erfahrung. Ach, hat sich erledigt. Der ist noch verbrannt. Das ist schön. Da haben wir noch die Erfahrung dafür bekommen. Klasse. Finde ich gut. So, dann geht's weiter. Müssen noch ein bisschen leveln. Boah, der Feuerpfeil ist jetzt richtig stark geworden, ne? Bei 22 Intelligenz geht der gut ab, ey, mein lieber Mann. Nichts zu plündern. Mal den Zombie da abfackeln, mal gucken, was ist passiert. Oh ne, da bringt er noch nicht viel. Lieber, nee, keine Chance, weg hier. Los, weg hier. Nichts zu holen. Kommt er noch? Ich glaube nicht, ne? Irgendwann musste es ja so kommen. Das ist doch lange bekannt. Die Sachen erzählen. So, wir haben jetzt 44 Mana. Ich guck mal, was das hier einbringt. 44. Das waren jetzt gerade mal 25. 27 meine ich. Einmal 15 Mana und dann nochmal 15% davon. Dem, was man hat. Lohnt sich jetzt quasi noch nicht so ganz. Erst wenn wir viel Mana haben. Die Lurker lasse ich mal in Ruhe, weil man muss ja für die Jägergilde noch eine Quest machen. Da brauchen wir die Lurker dazu. Also bisher finde ich das sehr angenehm,
als Feuermagier zu spielen. Wir haben immerhin 53 Schutz. Das ist nicht gerade viel, aber besser als nichts, ne? Der Feuerpfeil geht gut ab, also mal sehen, was wir so noch reißen können. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Also bist du jetzt einer von uns, Kumpel? Ja, Falk hat mich im Lager aufgenommen. Na dann, ich gratuliere dir. Hä? Selbstverständlich. Moment mal. Hä? Bin ich aber... Haben wir den schon verprügelt, oder? Ach, nein. Hi, Kumpel. Warte mal einen Augenblick. Was denn? Ich habe jetzt Angebot, weiß ich es wieder. Das klar. Mich sehr interessiert. Und wohin? Ach, Marcelo. Aber ich lass mich. Richtig. Und was wird dabei für mich rausspringen? Moment, das spule ich mal kurz vor. Nee, klar. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Ist auch kein Wunder, wenn man zweimal das gleiche Spiel spielt. Wir sind ja schon hier gewesen. Wir haben auch die Rüstung schon gekauft. Deswegen hatte Orla nämlich keine Gesprächsoption. Richtig. Wir sind schon, weil sonst würde das ja keinen Sinn machen. Stimmt. Das ist richtig. Wir haben nämlich hier, das kann ich nämlich nachgucken, wir haben hier die Quest von Ruka nämlich gemacht. Moment, aktuelle Mission. Wir haben nämlich von Ruka diesen Trank erhalten. Wo ist der liebe Ruka? Komm schon. Ach, keine Ahnung. Hier? Nee. Hallo, Ruka. Wo ist deine Quest? Ist jetzt auch egal. Wir haben auf jeden Fall... Ach, da ist es ja. Hier. Rukas Unzufriedenheit. Wir haben nämlich die Schnapsbrennerei entdeckt. Haben das Ruka erzählt. Dann hatten wir ja die Möglichkeit, Ruka eine Rüstung zu geben. So war das. Und die... Jägerrüstung haben wir dann an Ruka vermacht. Stimmt. Sorry, aber wir sind Menschen und man kann sich nicht wirklich alles und jeden merken. Also ist alles gut. Wir sind schon bei den Jägern. Das ist natürlich super. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Das hier müssen wir da lassen, weil wir das für eine Quest brauchen. Okay. Hey, wie geht's? Geht so. Gibt es etwas in letzter Zeit? Ja, genau, das kann man hier sehen. Er gibt uns nämlich keine Quests mehr. Das heißt, dann haben wir auch die Quest von den Mörderwölfen schon. Ich gerade mal. Deswegen sehen wir. Ja. Da ist die Quest. Okay, dann ist alles gut. Ich habe hier ein paar Trophäen für ausgezeichnet. Hier, für Sie findet sich... Das ist alles, was ich habe. Na wenn... Natürlich. Gut. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil Falk will ja, glaube ich, Wolfsfälle. Die lege ich ja auch mal lieber weg. Der braucht, glaube ich, 20 Wolfsfälle. Wir haben schon 16. Das hier ist für Nick. Hey. Was gibt's Neues? In der letzten Zeit ist nichts Besonderes passiert. Naja, mal abgesehen davon, dass hier ein neuer Jäger aufgetaucht ist. Wer denn? Na, du natürlich. Wer denn sonst? Okay. Wie läuft die Jagd? Alles im Lot. Solange man nicht zu weit in den Wald hineingeht, ist alles in Ordnung. Ach ja, stell dir vor,
Vor kurzem haben wir in einer Höhle ein echtes Drachenei entdeckt. Was? Das ist ein sehr seltenes Ding. Ich kann mir überhaupt nicht erklären, wie es dorthin gelangt ist. Ein Drachenei? Den Dialog kenne ich gar nicht. Das im ersten Kapitel? Hm. Vielleicht habe ich auch noch nie darauf geachtet, aber es kommt mir jetzt irgendwie neu vor, dieser Dialog mit diesem Drachenei. Wer kann mir hier etwas beibringen? Wahrscheinlich habe ich noch nie richtig drauf geachtet. Kann ich im Kampf unterrichten. Rafa und Niklas werden dir das Bogenstrago. Genau, das müssen wir jetzt nicht unbedingt. Niklas ganz grob und geübt. Und was bedeutet? Jeder von den Jägern kann uns ja was beibringen. Das ist jetzt nicht wirklich so interessant. Hast du irgendeine Aufgabe für mich? Gut, dass du fragst. Ich habe in der Tat einen Auftrag für dich. Worum geht's? Es ist ganz einfach. Ein Händler aus der Stadt bestellte bei mir 20 Wolfsfelle und ich suche jemanden, der für mich die Arbeit erledigt. Wäre das etwas für dich? Natürlich, das ist doch eine Kleinigkeit. Ihm. Na, wenn das so ist, dann hast du Zeit bis zur nächsten Woche und schieb das Ganze nicht auf. Selbstverständlich. Sehr schön. Warum bist du hier der Anführer? Ja. Du kannst Fragen stellen, Junge. Woher soll ich das wissen? Daher habe ich ja gefragt. Ihm. Na, das ist doch sehr leicht zu erklären. Ich habe hier das Sagen. Hast du das entschieden? Nein, das haben alle anderen Jäger entschieden. Sie haben mich zu ihrem Anführer gewählt. Schließlich muss doch jemand diese Funktion übernehmen. Und was macht dich zum Besten? Wie was? Na, das ist in erster Linie natürlich das Jagdgeschick. Aber das allein reicht nicht aus. Was braucht man noch? Du musst diesen Beruf aufrichtig lieben. Ein Jäger zu sein, bedeutet nicht nur, gut mit dem Bogen schießen und fachkundig Tiere ausweiden zu können. Die Jagd muss dir im Blut liegen. Anderenfalls wird es für dich früher oder später einfach langweilig werden. Viele wählen diesen Beruf nur des Geldes wegen. Was ist denn so schlecht daran? Nichts. Denke bitte nicht, dass ich solche Menschen verurteile. Aber für mich bedeutet die Jagd viel, viel mehr, als nur eine Möglichkeit, mich zu ernähren. In der Jagd liegt der Sinn meines Lebens. Ohne sie kann ich mir mein Leben überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht ist dies schwer zu glauben. Okay, was war gerade aber das? Es ist wirklich so. Oh, ich war doch, kurz das doch. Bild weg. Ich glaube dir ja. Eine Sekunde. Bin überhaupt. Zumindest hat mein Laptop das angezeigt. Wahrscheinlich irgendein Verbindungsproblem. Nun ja. Drachen könnten hier bald auftauchen. Was? Warum glaubst du das? Man sagt, dass einige Drachen im Minental gesichtet wurden. Unmöglich. Ihm. Wenn das stimmt, dann stecken wir alle in großen Schwierigkeiten. Es heißt, dass diese Bestien verdammt stark sind, so dass man sie kaum töten kann. Man sollte ihnen also besser aus dem Weg gehen. Jagt ihr etwa keine Drachen? Nein, bist du wahnsinnig. Das ist viel zu gefährlich. Es gibt bestimmte Jäger, die sowas machen, aber nicht unter uns. Gut. Das machen wir noch. Wie werde ich der Anführer des Lagers? Ganz einfach. Da ich jetzt hier der beste Jäger bin, musst du mich herausfordern. Dann werden wir einen Jägerwettstreit veranstalten, der zeigen wird, wer von uns beiden der bessere Jäger ist. Dann fordere ich dich heraus. Nicht so schnell, Bürschchen. Nicht so schnell. Dein Bestreben, der beste Jäger zu sein, ist zwar löblich, aber du musst noch beweisen, dass du überhaupt das Recht auf diesen Wettstreit hast. Und deine Verdienste um unser Lager lassen stark zu wünschen übrig. So denkt jedenfalls die Mehrheit der Jungs. Wenn du dich also mit mir in der Jagdkunst messen willst, musst du dir zuerst den Respekt und die Unterstützung der anderen Jäger sichern. Und wie soll ich das tun? Ganz einfach. Versuche, sie zu beeindrucken. Wenn dich die Mehrheit der Jäger in deinem Anliegen unterstützt, werden wir wieder darauf zu sprechen kommen. Aber nur dann. Gut, wie du sagst. Okay. Das könnte noch interessant sein. Wer hat dir das Jagen beigebracht? Alles, was ich weiß, verdanke ich nur einem einzigen Menschen, meinem Großvater Ben. Er hat mir alle Details und Tricks unseres Berufs erklärt und gezeigt. War dein Großvater auch ein Jäger? Ja, und er war nicht nur ein einfacher Jäger. Er war fast eine Legende unter den Jägern. Dank ihm wusste ich schon mit 12, wie man den Bogen richtig in der Hand hält und treffsicher schießt. Er zeigte mir,